und oder einen Arbeitsbonus bekommen, drücken wir es mal so aus. Und dann, wie machen wir das jetzt? Wir machen hier am besten, ja, doch, wir lassen hier weiterhin Kreuzer produzieren. Wie hoch ist denn eigentlich gerade unser Kommandobonus? Der ist auf 7. Das ist eigentlich nicht schlecht. Können wir die hier auch noch mitnehmen und darüber schicken? Gut. Und dann schicken wir noch den Zeuger wieder darunter. Und nehmen uns den Planeten doch gleich mal. Was heißt jetzt geschmolzener Kern? Ach, das gibt nochmal Forschung. Ah, dann war das gar nicht mal so schlecht, dass wir wirklich hierhin sind. Und setzen hier auch gleich auf Forschung. So, und haben wir 4 Einheiten Antimaterie. Jetzt dürfen wir doch eigentlich hier bald ein Monopol irgendwie besitzen. Da dürfte nicht mehr wirklich viel fehlen dazu. Gut, und der invasiert zum Glück auch nicht. Ja, und die hier müssten sich jetzt eigentlich mal irgendwie wehren, ne? Da stellen wir zumindest mal die Flotte hier noch, dass die... Ja, das haben wir schon gedacht. Dass die wenigstens irgendwas machen, solange wir sie hier noch haben. So, haben wir überhaupt Schaden gemacht? Verloren der Rumpf, Schaden beim Feind, 1900 Rüstungspunkte. Hat mir wohl nicht wirklich interessiert, möchte ich mal sagen. Dann lassen wir die erstmal noch da oben stehen und... Ja, wir müssen uns das leider Stück für Stück zurückholen. Hilft nichts. So, auf Totsmanos können wir... Bauen wir definitiv ein Zeuge, dass wir die Ecke da oben noch dicht machen können. Beziehungsweise wir bauen gleich... Beziehungsweise wir bauen gleich 2 Zeuge. Dass das auch wirklich vorangeht. Und Forschung haben wir jetzt auch gleich wieder fertig. Dann dürfen wir jetzt eigentlich den Militärstrang, den ich da oben eingestellt habe, gleich durchhaben. Hoffe ich zumindest mal. So, jetzt haben wir hier schon eine richtig schöne Lücke in unserem Imperium drin. Ganz klasse. So, Superkernverseuchung. Bevölkerungsverlust auf 3 zufällig gewählten Planeten mit mindestens 2 Bevölkerung. Och nee, oder? Das schlägt uns jetzt aber auch wirklich das Pech entgegen, möchte ich mal sagen. So, jetzt hauen wir die hier noch zusammen. Was haben wir denn jetzt? 1300. Dann fügen wir definitiv unseren Helden, den wir uns nicht leisten können, da noch hinzu. Und dann machen wir Minus? Nein, wir machen Null. Wenn ich jetzt hier sag, erhöhen, na, das wäre ganz schlecht. Ah, yeah, yeah. Da müssen wir noch kurz warten, bis die geheilt ist, bevor wir da zum Gegenschlag ausholen können. Und da kommen nochmal 200. Oh je, das ist fast 300. Nicht schön. So, die werden jetzt zumindest gleich fertig. Eieieiei. Heikel, heikel, das Ganze hier, eindeutig. Gut, wie mache ich denn da jetzt am dümmsten weiter? Da gehen wir erstmal in die nächste Runde und schauen, was passiert. Kannst hier sowieso gerade nicht allzu viel machen. Und dann schauen wir doch nochmal rüber zum Roten, ob denn der überhaupt was tut da drüben. Ach, schau. Jetzt hat er sich den geholt. Kooperationsabkommen. Ich bin gerade... Moment, ich war gerade ein wenig überfordert. Ich war am Lesen. Was soll denn das, Mensch? So, hat das jetzt irgendwas gebracht? Nein, nicht wirklich. Mit Invasion auf Trime. Okay. Kooperationsabkommen. Ich habe gerade echt einen Sprachfehler. Kooperationsabkommen annehmen. So. So war das gemeint. So, mit der Forschung gehen wir jetzt auf jeden Fall in Richtung Nahrung, haben wir ja gesagt. Das heißt, wir gehen mal da unten lang. Und dann da hoch. So, was ist das hier? Verteidigung des alliierten Gebiets für Schiffe. Okay, das nehmen wir auch noch mit. Und das da oben ist Grenzöffnung, Dusthandel, Sternsystemhandel. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann können wir vielleicht ein bisschen was raushandeln mal. Ja. So viel dazu auf jeden Fall. Hätte ich mal gesagt. So, da haben wir ja auch noch ein Schiff übrig. Das können wir natürlich gleich nochmal rausziehen. So, was haben wir jetzt hier? 174, 274. Da haben wir... Ach, das war die, ja genau, das war unsere relativ starke Flotte. Da haben wir auch noch eins.
So, ich bin ja echt froh, dass wir hier so schnell Schiffe bekommen. Das habe ich zwar gerade eben schon mal gesagt, aber ich bin wirklich froh darüber. Ah, da haben wir es so auf Kujos. Was ist denn hier? Eigentlich sollten die fast eh auf Geld setzen. Ja gut, lassen wir da mal noch weiterbauen. Auf Stadarus, was ist denn, was fehlt denn hier denn noch? Die brauchen auf jeden Fall Nahrung. Wüste, Arktis, Trocken, Tundra. Ja gut, hätten wir. Moment. Haben wir den besiedelt? Nee, ne? Nein, haben wir nicht. Wir haben Trocken. Trocken war doch jetzt dabei, oder? Genau. Okay, dann können wir zumindest das machen und dann besiedeln wir auf jeden Fall mal die anderen Planeten hier noch. Dann haben wir hier, denke ich mal, zumindest einen guten Produktionsstandort, der auch noch relativ frontnah ist, nachdem uns ja Galtur leider genommen wurde. So, da haben wir auch noch eins übrig. Was ist das? Das war ein Dreier gleich. Was hat das für eine Stärke? Okay, dann haben wir 248 und da stehen 620. Das ist natürlich die Frage. Wir könnten jetzt versuchen, da einfach den die ganze Zeit zu ärgern. Was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ach, unsere ganzen schönen Planeten hinten, alle weg. So, was macht denn jetzt überhaupt unser roter Freund da drüben? Hat es nicht geschafft, den Planeten da einzunehmen. Der blaue steht auch bei ihm rum. Ach, schau an. Der hat gerade seine ganze Flotte am Hals. Das wird immer ein richtig epischer Fight bei denen, so wie ich mir das gerade anschaue. Wobei ich aber mal sagen muss, dass der blaue ganz ehrlich ein bisschen stärker aussieht. Aber immerhin ist der Großteil seiner Flotte weg, so wie ich das jetzt mal sehe. Also ich behaupte das jetzt einfach mal. Naja gut, aber die werden hier noch wahrscheinlich rumstehen alle. Vermute ich mal ganz stark. So, wie war das hier? Ist eine Flotte mit voller Kommandozahl. Und die könnten wir dann eigentlich mal fast auf den Gegner loslassen. So, da oben haben wir auch... Ah ja, das müsste ein Zeuger sein, der da oben fertig ist. Den können wir uns gleich mal krallen. Ja, krallen habe ich gesagt, genau. Und dann machen wir hier mal eine Verbindung zumindest. So, was können wir uns denn hier überhaupt holen? Da hätten wir winzig Wüste mit Lava. Puh, zumindest Hexaferum. Bringt das jetzt alles nicht so wirklich viel? Reichhaltige Atmosphäre. Na gut, zumindest sind sie da zufriedener. Das heißt, wir nehmen den, wenn hier mal irgendwie... Achso, natürlich. So war das gedacht. So, den nehmen wir. Und fangen doch mal mit Produktion an. Ach, eine Bewirtschaftung sollte man vielleicht auch machen, wenn wir schon dabei sind. Und zwar das hier. Und das ziehen wir dann gleich nach oben. Gut, das dauert jetzt noch zwei Runden. Das können wir auf jeden Fall lassen. Und der nächste Zeuger ist hier schon auf dem Weg. So. Da unten ist auch noch alles ganz gut. Ja, da machen wir auf jeden Fall mal weiter. So, und Forschung sehe ich gerade, ist jetzt auch gleich wieder fertig. Und ich sehe gerade, dass der Blau da drüben echt gute Ressourcen hat. Wenn ich mir das anschaue, der hat sogar relativ viele. Oder zumindest Planeten mit vielen Ressourcen drauf. Oder weil davon ja einige mal uns gehört hatten. Leider. So, da wären wir jetzt mit drei. Haben wir mit dem Kreuzer Nummer 3, also oder beziehungsweise mit der 3er Version dabei. Ja, komm, nee, wir machen das weiter. Es hilft alles nichts. Wir brauchen erst unsere Planeten wieder. Und dann schickt man den auch gleich darunter. Jetzt ist die Frage, jetzt könnte man natürlich gleich mal welche austauschen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir hauen den 1, 2er hier raus. Nehmen dafür den 3er mit rein. So. Können wir jetzt unsere gute Frau hier? Nein, können wir nicht. Das wird uns 70 kosten, die zu heilen. Und wir machen momentan Minus. Ah, ganz schlecht.
Das heißt, wir sollten auch noch schauen, dass wir gleichzeitig irgendwie auf Produktion setzen können. Nicht auf Produktion, auf Geld, Entschuldigung. Aber ich glaube, das wird hier jetzt gerade gar nicht mal so einfach werden. Nachdem ja unsere Flotte auch noch am Wachsen ist momentan, wird uns das wahrscheinlich bald in den wirtschaftlichen Ruin treiben, fürchte ich. Das heißt, wir schaffen es uns irgendwie noch ein paar Planeten zu krallen, die wirtschaftlich ganz gut dabei sind. So. Ist die Frage, fliegen wir gleich darüber oder fliegen wir nicht darüber? Ach komm, wir probieren es einfach mal. 1400, das muss jetzt langsam mal ein bisschen was reißen. So, was hat der hier? Der hat hier relativ schwache Einheiten, also. So gefällt mir das doch schon besser. Machen wir gleich mal manuell. Ach schau, der hat jetzt hier. Der hat jetzt beide zusammengefügt, sehe ich das richtig? Schauen wir doch mal, was wir hier jetzt reisen können. Vielleicht sind die ja doch wirklich nicht so schlecht. Das hatte ich zwar schon ein paar Mal öfters gehofft, aber wie gesagt, man gibt ja die Hoffnung nicht auf. So, dann machen wir mehr Schaden. Ich weiß, es ist nicht das Beste für den Anfang, aber ja, was soll ich denn machen? Ich habe nicht wirklich große Waffen drauf, außer kinetische Waffen. Und wir haben ihn sogar geschlagen, also von daher gar nicht mal so verkehrt. Die Steuerung ist zwar wirklich enorm, wie ich gerade sehe, aber ach schau doch, der geht kaputt. Das heißt, wir könnten uns danach zumindest mal reparieren. Wenn da eh schon gerade Raketen auf dem Weg sind. Ich hoffe zumindest, das Schiff überlebt es auch. Sonst lohnt sich das Ganze gar nicht. Na, natürlich nicht. Klasse. Mal schauen, welches kaputt gegangen ist. Ich hoffe, es war eins von den Zweiern. Das wäre nämlich gar nicht mal so verkehrt, weil das neues Dreier ja schon auf dem Weg ist. So, nachdem wir ja das geschafft haben, bräuchte mir eigentlich bloß noch ein Schiff, das auch wirklich invasieren kann, fällt mir gerade auf. Oha. Das wird doch. Oh doch, das geht mit denen auch. Sehr schön. Das heißt eigentlich, wir könnten dieses lustige Zweierschiff nehmen, das mit dem hier probieren. So, ist denn das jetzt hier? Invasion. So, welches ist da jetzt kaputt gegangen? Das Dreier ist noch da. Dann schicken wir das auch darunter und dann ist jetzt die Frage, in welche Richtung gehen wir? Ich glaube, wir holen uns erstmal wieder Galtür zurück, dass wir hier eine saubere Verbindung zu unserem Heimatsystem haben. Und dann machen wir uns an die alten Planeten, die uns da unten mal gehört haben. Vielleicht kriegen wir die ja noch relativ schnell wieder zurück, so wie Uzulu hier. So, und eventuell. Nee, können wir nicht. Aber. Sag mal, wenn wir die jetzt hier dann nächste Runde besitzen, kriegen wir auf jeden Fall wieder sehr gut Geld. Und wir haben wieder Titanium. Das ist der große Vorteil. Da können wir dann wieder richtig Schiffe mitbauen. Da gibt es also richtig gute Schiffe dann. Da fällt mir ein, wenn wir jetzt, sagen wir mal, unsere Damenschuhe hier modifizieren. Dass wir quasi die Damenschuhe zu High Heels machen, möchte ich fast schon behaupten. So, die haben jetzt momentan eine Stärke von 259 und wären jetzt auf 402 und hätten noch Tonnage übrig. Das ist ja richtig genial. Weil damit können wir immer noch nichts draufbauen. Tja, so sieht's mal aus. Gut, adaptiver. Was ist denn das hier? Das wäre Saatmod. Ja, um beim Planeten zu, neue Ausposten zu säen. Aha, okay. Das interessiert mich gerade nicht wirklich. Das ist die Sache, was haben wir denn hier? Wir haben hier adaptiver Klebstoff. Das war. Ach, das war das hier sogar schon. Okay. Gut. Ansonsten haben wir nicht wirklich viel Neues. Außer höchstens die. Ja, wie nenne ich es jetzt? Die Panzerung, genau, so heißt. So, da wären wir jetzt momentan bei 500 waren wir vorher, 505, 531, das schaut doch gar nicht mehr so schlecht aus. Und Waffenmodule, was können wir denn hier machen? Da haben wir jetzt schon die ganzen neuen drauf. Lustig wäre es natürlich, wenn wir eine Strahlenwaffe drauf machen könnten. Jetzt sagen wir, machen das hier weg und machen eine Strahlenwaffe drauf.
haben wir letztendlich sogar noch 5 Energie mehr und eine Strahlenwaffe. Also das ist auf jeden Fall annehmbar. Gut, dann lassen wir das mal so. Die sind noch auf dem Weg. Und dann geht es auf jeden Fall auf in die nächste Runde. Oh, ich bin richtig glücklich, dass wir jetzt hier wenigstens Planeten wieder bekommen. Sehr, sehr schön. So, was ist das hier? Das ist ein Ereignis. Ach, von herzlich auf sehr eng. Sehr schön. Und wir können Gigaschiffe bauen. Na, endlich haben wir es wieder geschafft. Gut. Forschung haben wir jetzt keine mehr. Ich sag mal, militärmäßig... müssen wir da jetzt noch weitermachen oder nicht? Das wären Strahlenwaffen, 6 Züge. Das dauert jetzt alles wieder relativ lang, wenn wir uns das holen. Dann bin ich fast eher dafür, wir gehen hier mal auf die wirtschaftliche Seite rüber. Und schauen, dass wir da noch was machen können. Und dann sollten wir mal wieder ein bisschen ziviler Natur forschen. So. Das hier. Was haben wir denn noch? Gasriesenkolonialisierung. Monde wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Und dann schauen wir mal, dass wir hier in die Technologierichtung wieder ein bisschen gehen. Und zwar möchte ich gern nach da oben hinkommen. Sie fragen, über welche Richtung machen wir das? Das wären jetzt hier... Okay. Was hätten wir denn da unten? Mehr Produktion. Ist jetzt auch nicht so wirklich das, was ich will. Was haben wir denn hier? Hier hätten wir... Ach schau, da hätten wir auch nochmal mehr Forschung. Das heißt, wir gehen dann doch erst dahin und dann da hoch. So, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal lang genug, was wir da machen. Und wir können einen Haufen neue Sachen produzieren. So, auf Lonika. Die waren also mit der Produktion sowieso nicht so fortschrittlich. Aber Nahrung brauchen sie. So sieht es mal aus. Und wenn sie Nahrung haben, könnten sie eigentlich fast ein bisschen fröhlicher sein. Ja, was haben wir jetzt hier? Dann auf... Ups. Huch. Das war so nicht gedacht. Auf Kurios, wie auch immer es heißt. Ich kann es echt nicht aussprechen. Da bräuchte man Siderit dafür. Das haben wir momentan noch nicht. Dann sollen die auf jeden Fall in Richtung Forschung gehen. Und den Kreuz, den nehmen wir uns noch. Dann schicken wir dann am besten, schicken wir die alle gleich mal nach Usul oder runter, falls der hier gleich wieder angerückt kommt, möchte ich mal sagen. So, und da können wir dann gleich... Bauen wir zumindest mal einen neuen Damenschuh. Den Kreuzer nehme ich da auch raus und da wir jetzt die größeren Schiffe bauen können, bin ich mal so frei und sage, wir bauen weniger Raumschiffe jetzt. So, das wäre mehr Einflussbereich. Wobei mir wäre es aber lieber, wenn sie ein bisschen mehr Nahrung hätten. Gut. Das wären die drei gewesen. Da ist gleich wieder ein Kolonieschiff fertig. Oh, auf Duhiel bauen wir auch nichts mehr, sehe ich gerade. So, die könnten eigentlich erstmal auf Forschung setzen. Und dann ein bisschen auf Nahrung. So, dann sind jetzt auch erstmal wieder beschäftigt. So, und da unten ist jetzt natürlich... Wie sieht es denn da jetzt mittlerweile aus? Ach, schau an. Ach, schau an. Ich glaube, der Blaue könnte vielleicht verlieren, ja. Hat zumindest schon ordentliche Schiffe verloren und da kommen noch einige nach von unseren Verbündeten. Das heißt, wir sollten mal schauen, dass wir uns hier bald möglichst viel von dem Kuchen schnappen. Schnabulieren. Bevor jetzt der Rote hier alles einnimmt und dann auf schräge Gedanken nachher noch kommt. Gut. Das wäre für Handelsrouten. Das wäre für 100% Basis, Windbonus für Luxus. Ah, okay, ja. Auch nicht schlecht. So, da ist unser Zeuger fertig jetzt. Was brauchen die denn? Die haben Nahrung, die haben ein wenig Produktion. Und die haben wenig Forschung. Aber, oh, da gibt es Titanium. Das holen wir uns auf jeden Fall. Bevor wir nachher wieder aus irgendwelchen Gründen keins mehr haben. Und dann sollen sie erstmal gemütlich auf Forschung setzen. So. Den Zeuger nehmen wir noch und schicken ihn nach... Boah, ich glaube, wir schicken den nach Orion dahinter. Da hätten wir zumindest Antimaterie und Titanium. Und dann... Ach nee, das ganze Eck ist eigentlich richtig genial, wenn ich mir das so anschaue.